Ganz herzlich hier im DDR-Museum und wie Sie vielleicht von den letzten Veranstaltungen noch wissen, im Moment Corona-bedingt nur online. Wir haben keine Präsenz und von daher kann ich Sie nur an den Rechnern und Bildschirmen begrüßen, hinter denen Sie uns hoffentlich interessiert zuschauen. Mein Name ist Sören Marotz, ich bin hier Ausstellungsleiter am Museum und freue mich auf die heutige Veranstaltung, wo wir als Referenten Dr. Olaf Strauß, den ich auch gleich vorstellen werde, begrüßen dürfen. Erlauben Sie mir noch ein paar Vorbemerkungen zum Ablauf des Abends. Wir übertragen die Veranstaltung. Die Übertragung wird im Netz stehen bleiben. Wichtig ist aber, dass Sie während der Veranstaltung sich schon Fragen überlegen können, während des gleich anschließenden Vortrages von Olaf Strauß, sich Fragen überlegen können und die dann über die Kommentarfunktion von YouTube uns stellen können, also einfach eintippen und ich bekomme die Fragen dann nach vorne gereicht und wir diskutieren die dann auch gerne hier auf der Bühne mit. Das mag etwas kompliziert erstmal erscheinen, hat aber bei den letzten Malen ganz gut funktioniert und wir hoffen natürlich, sobald es geht, auch wieder hybride Veranstaltungen durchführen zu können mit realem Publikum im Raum. Vielleicht klappt das ja schon zur Veranstaltung am 11. Juni, wo wir uns eine Podiumsdiskussion hier haben, Osten in die DDR. Für uns ist dieses digitale Format auch neu, von daher sehen Sie es uns nach, falls es mal hier und da kurz haken sollte. Zum Ablauf des Abends, wir werden einen Vortrag von Dr. Olaf Strauß hören, ungefähr eine gute Dreiviertelstunde, sage ich mal so, und danach erst auf der Bühne und dann gerne auch mit Ihnen ein Stück weit ins Gespräch kommen. Und das leitet mich gleich über zu unserem heutigen Referenten, der nicht nur als Historiker sich mit dem Thema der Kraftwerkstechnik oder der Kraftwerksnutzung in der DDR beschäftigt hat, sondern das auch ganz praktisch getan hat, indem er nämlich von 1982 bis 1984 im Kernkraftwerk Lubmin bei Greifswald an der Ostsee gelernt hat. Und zwar als Elektromonteur, Facharbeiter war er und dort auch viele Jahre gearbeitet hat. Und zwar als Elektrooperateur in der zentralen Elektrowarte und wie er mir im Vorgespräch sagte, nicht im radioaktiven Bereich, sondern im Übertragungsbereich dann in das Stromnetz. Und sozusagen aus einer ganz praktischen Perspektive Erfahrungen gesammelt hat und uns berichten wird und dann erst im Anschluss nach dem Abendgymnasium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald Geschichte studiert hat, Germanistik und Deutsch als Fremdsprache bis 1998 und dann im Anschluss seine Dissertation verfasst hat, auch dort an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität und sich mit Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in der DDR beschäftigt hat. Und daher kennen wir uns vielleicht als nicht unwichtiger Bestandteil seiner Biografie von 2004 bis 2008 im Deutschen Technikmuseum hier in Berlin-Kreuzberg gearbeitet hat, in verschiedenen Projekten mitgewirkt hat, wo wir uns dann vor vielen Jahren auch mal kennengelernt haben und den Kontakt jetzt gerade für diesen Vortrag wieder aktiviert haben. Und er ist aktuell seit 2013 an der Hochschule Neubrandenburg beschäftigt im Bereich Wissenschaftstransfer und Technologie- und Innovationsberatung und hat dort sozusagen seine berufliche Heimat gefunden, hoffe ich doch, und freut sich natürlich trotzdem hier und heute für uns als Referent zu diesem durchaus interessanten und auch speziellen Thema zur Verfügung zu stehen. Das tut er deshalb, weil er nämlich ehrenamtlich für den Arbeitskreis Technikgeschichte des VDI-Bezirksvereins Mecklenburg-Vorpommern tätig ist
und vor diesem Hintergrund und für den VDI auch hier und heute den Vortrag hält oder als Stellvertreter dieses Arbeitskreises. Und so schließt sich dann der Bogen gewissermaßen von der Berufspraxis über das Studium und die Dissertation wieder zurück zum ganz praktischen Ingenieur-Dasein und zum Techniker-Dasein. Und von daher freue ich mich über die nächste Dreiviertelstunde mit dir, Olaf, und erteile dir hiermit das Wort. Diese freundliche Einführung, ja, tatsächlich ist dieses technikgeschichtliche Thema doch inzwischen eher ein Nebenthema für mich geworden, aber umso mehr freue ich mich eben heute hier zu sein und ein ganz, ganz spannendes Thema, die Kerntechnologieentwicklung in der DDR, die Kernenergienutzung, hier einmal darzulegen, und dazu lege ich jetzt auch gleich los. Ich würde dazu gleich erstmal nur 50 Jahre zurückspringen, und wenn Sie jetzt hier vor mir sitzen würden, was Sie leider nicht tun können, dann würde ich Sie einfach mal fragen, dieses Bild hier, kennen Sie das? Da würde ich wahrscheinlich erstmal Schulterzucken oder gekrauste Stirn ernten. Ich denke, sehr vielen von Ihnen müsste das bekannt vorkommen. Zumindest denen, wir sind ja hier im DDR-Museum, ja, die in der DDR aufgewachsen, dort gelebt haben, sollten sich bei diesem Bild an irgendwas erinnert fühlen. Ja? Also ich mache mal kein großes Geheimnis drauf. Sie sehen hier die Schaltwarte des Kernkraftwerks Rheinsberg. Und die war auch, und jetzt haben wir schon den ersten Bug hier, und die war auch auf dem 10-Mark-Schein der DDR verewigt. Ich glaube, die meisten wussten gar nicht, was dieses Bild da zeigt. Und mein damaliger Schichtleiter im Kernkraftwerk Lubmin, der hat mir ganz doll versichert, ja, diese attraktive junge Dame, die Sie hier sehen, die gab es tatsächlich. Ja, also auch ein Punkt, der irgendwo dann auch mal für die DDR spricht, dass eben auch junge Frauen, gut ausgebildete Frauen in solch verantwortungsvolle Positionen gekommen sind. Ja, aber dieser 10-Mark-Schein, ich habe ihn jetzt auch nicht ganz von ungefähr hier eingestellt, weil der bringt uns nämlich gleich in das Thema. Der 10-Mark-Schein ist nämlich so ein Erbe der Atomeuphorie. Was ist die Atomeuphorie? Die Atomeuphorie, das war so eine Phase, Beginn Mitte der 50er Jahre, ein konkretes Ereignis, komme ich nachher noch drauf, die mit einer teilweise bis ins Extrem gesteigerten Erwartung und positiven Haltung gegenüber dem Atom der Kernenergie verbunden war. Und die war in der DDR eben sehr, sehr ausgeprägt. Und zwar so weit, und jetzt komme ich auch auf den angekündigten Titel des Abends, ja, dass in sehr vielen Publikationen, in den Zeitungen und so weiter die Kernenergie herausgestellt wurde und eben auch das Buch Gigant Atom dann auch erschien in den späten 50er Jahren. Warum wurde die Kernenergie ab Mitte der 50er Jahre so dermaßen zu einem überragenden Hoffnungsträger der Staats- und Parteiführung? Ich meine, man hatte ja die Braunkohle, ne, als Rohstoff, als Energieträger. Und CO2 war damals eigentlich auch kein Thema. Nun, dafür war eine ganze Melange von Gründen verantwortlich. Zum einen natürlich das Energiethema. Die DDR befand sich trotz der Braunkohle Zeit ihrer Existenz in einer permanenten Energiekrise. Dafür waren volkswirtschaftliche Gründe, die über das Energiethema hinausgingen, verantwortlich. Dafür waren aber auch innenpolitische, aber vor allem auch außenpolitische Themen, spielten dann eine ganz, ganz große Rolle. Darauf will ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und nicht zuletzt glaubte die Staats- und Parteiführung nicht ganz zu Unrecht, dass ihr Land, ihr Gänseblümchenstaat, ja, auf diesem Gebiet ganz besonders gute Voraussetzungen hatte. Und darauf will ich jetzt erstmal kurz eingehen. Sehen Sie es mir nach,
Ich habe leider nur diese Karte, die nicht so ganz in die Zeit passt. Die stammt schon aus den 70er Jahren, wie Sie an den Erdölleitungen da im Norden sehen und spät. Aber dennoch, glaube ich, gibt sie ganz gut wieder, was ich hier sagen will. Die DDR hatte nämlich auf dem Energiegebiet ein ganz erhebliches Problem. Sie hatte einen Energieträger, die Braunkohle, aber die war konzentriert im Süden. Ja, in der Lausitz, um Leipzig herum, Halle Leipzig, die großen Industriegebiete, ein bisschen Steinkohle gab es auch. Und da, wo die Energie ist, da ist natürlich auch die Wirtschaft. Da ist auch die Industrie. Und das hatte historische Gründe eben. Ja, und die hatte sich eben in Sachsen, Thüringen und Berlin rum natürlich in großem Maße angesiedelt. Und im Norden gab es nach dem Zweiten Weltkrieg faktisch kein größeres Kraftwerk mehr. Da haben wir schon mal einen ersten Grund, warum die DDR die Kernenergie unbedingt entwickeln wollte. Weil im Norden, da hatte man sehr ehrgeizige Ziele. Da sollte eine maritime Wirtschaft, Hafenwirtschaft, Werftwirtschaft entstehen. In Rostock, in Wismar, in Stralsund. Das verschlang natürlich Unmengen Energie. Aber der gesamte Nordraum von Berlin nach die drei Nordbezirke, die hatten in den Jahren nach dem Krieg alles in allem kaum 100 Megawatt Leistung zur Verfügung. Das größte Kraftwerk befand sich ganz abgelegen auf der Insel Usedom, auf dem Peenemünder Haken, das Kraftwerk Peenemünde, ehemals für die Raketenentwicklung gebaut als Energieversorger. Und auch das hatte nach sowjetischen Reparationsentnahmen auch nur 30 Megawatt. Dann gab es in Rostock noch ein Kraftwerk, in Neubrandenburg. Alles in allem, aber eben wie gesagt, kaum 100 Megawatt. Und Energie musste zu diesem Zeitpunkt auf sehr, sehr komplizierten Wege aus den südlichen Landesteilen herangeführt werden. Große Überlandleitungen gab es nicht. Das wurde dann über Mittelspannungsleitungen 20 Kilovolt, 30 Kilovolt gemacht. Und jeder, der sich ein bisschen mit Energieübertragung auskennt, weiß, das gibt unglaubliche Probleme. Ja, das gibt große, große Unsicherheiten im Energienetz. Und das war schon mal ein Grund, dem man glaubte, mit der Kernenergieentwicklung eben Abhilfe schaffen zu können, denn die Kernenergie hat unbestreitbar einen Vorteil. Sie ist, abgesehen natürlich von den Standortbedingungen Wasser und Boden und so weiter, ist sie eben aufgrund ihrer der Transportierbarkeit der Spaltstoffe standortunabhängig. Das war einer der großen Vorteile, die die DDR-Führung da schon sah und die es eben auch ausnutzen galt. Also man kann jetzt schon mal sagen, wenn wir später auf das Thema Standort kommen, es sollte ein Standort, wie Fritz Zeltmann, der Schwerindustrieminister, sagte, weit ab von einer Braunkohlegegend sein, wo eben Industrieanlagen direkt vor Ort entwickelt werden können. Die DDR hatte aber auch noch andere Gründe, vor allem auch sehr, sehr gute Voraussetzungen. Insbesondere eben im Vergleich zu vielen anderen Staaten, gerade den östlichen, den neuen Volksdemokratien, wie sie damals hießen, war die DDR, sah sich im Erbe des technologisch-wissenschaftlich sehr hochentwickelten Deutschen Reiches. Und das nicht ganz unrecht. Sie sah sich als Industriestaat. Und diesen Status wollte sie eben unbedingt aufrechterhalten. Und tatsächlich gab es in der DDR nach wie vor eine sehr entwickelte Elektroindustrie und einen entwickelten Maschinenbau. Trotz der Kriegszerstörung, trotz der Reparationsannahmen war dort in dieser Hinsicht doch ein großes Potenzial, weit größer als in vielen vergleichbaren Staaten, die sich für Atomenergie in dieser Zeit interessierten. Und das war der Staatsführung natürlich bewusst und vor allem wollte man diesen Status eben auch unbedingt aufrechterhalten und das glaubte man natürlich eben auch durch diese komplizierte Technologie erreichen zu können. Weitere Voraussetzungen waren, ich springe jetzt schon mal ein bisschen zurück, in den April 1955, da hat die Sowjetunion mit den Volksdemokratien Abkommen geschlossen, und zwar über Unterstützung bei der Entwicklung von nationalen Kernforschungsaktivitäten und Kerntechnologieentwicklung. Und da wurde den Volksdemokratien und eben auch der DDR vertraglich zugesichert, eben auch Forschungsreaktor und entsprechende Großgeräte eben zu liefern. Das war von großer Bedeutung, denn der DDR war durch ein Kontrollratsgesetz unmittelbar
nach dem Krieg verboten wurden, Kernforschung zu betreiben. Es gab nur sehr, sehr wenige Institute. Eines gab es in Buch hier bei Berlin, in Zeuthen, Miersdorf, im südlichen Teil von Berlin, wo ein bisschen Kernforschung mit Teilchenbeschleunigern getrieben wurde, wo medizinische Forschung betrieben wurde. Aber viel mehr gab es da eben auch nicht. Das fand übrigens statt unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften, dieser sehr traditionsreichen Institution. Und hier hatte man nun mal die Möglichkeit, diesen Rückstand, der in 10 Jahren jetzt entstanden war, der den Verantwortlichen auch sehr, sehr schmerzlich bewusst war, auf einen Schlag wieder wettzumachen. Wie gesagt, man hatte die Technik, man hatte das Know-how und nun bekam man eben auch noch diese fortgeschrittene Atomtechnik aus der Sowjetunion versprochen. Die ganze Sache hatte, wie gesagt, den kleinen Haken, dass Kernforschung noch verboten war der DDR und deswegen war das erstmal noch alles sehr geheim. Und noch ein weiterer Faktor spielte eine Rolle. Es war lange angekündigt, schon 2 Jahre vorher sollten eigentlich die sogenannten SU-Spezialisten, ja, das waren eben diese Wissenschaftler, die unmittelbar nach dem Krieg in die Sowjetunion, naja, es hieß euphemistisch, eingeladen wurden, sollten zurückkehren. Dann kam es 1953 zum Volksaufstand, dann hat sich die ganze Sache wieder um 2 Jahre verzögert, ne, weil man natürlich diese Personen mit ihrem sehr brisanten Wissen über militärische Waffentechnik nicht in so ein instabiles Land schicken wollte. Anfang 1955 schien die Situation so weit stabilisiert zu sein, dass die Sowjetunion diese Wissenschaftler, hier nur einige wenige davon, erlaubte, in die DDR zurückzukehren. Und das war natürlich eine große Chance. Ja, da kamen eben Wissenschaftler mit weit, weit fortgeschrittenem Know-how auf diesem Gebiet. Die haben eben in 10 Jahren, bis auf eine kurze Abkühlphase vor ihrer Rückkehr, 2 Jahre ungefähr, haben die eben an fortgeschrittener Kerntechnologie geforscht. Ja, parallel zu sowjetischen Wissenschaftlern eben am Atomwaffenprogramm der UdSSR. Und diese Leute, die wurden natürlich als Chance begriffen und die wollte man unbedingt in der DDR halten. Das hat nicht bei allen gelungen, gerade Nikolaus Riehl oder auch Gernot Zippe, die haben dann später, die sind ziemlich schnell in den Westen gezogen, die haben da auch Großes für die westdeutsche Atomindustrie geleistet, aber viele Personen, Peter Thiessen, Manfred von Ardenne, Heinz Barwig, Gustav Hertz, sind eben, Max Vollmer, sind eben dann auch in der DDR geblieben und haben eben hier beigetragen zum Aufbau einer DDR-Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung. Aber es gab ein ganz, ganz großes Argument, dass die Hoffnungen, die Erwartungen der Staats- und Parteiführung aufs Äußerste beflügeln musste. Und das war das Vorhandensein des seit 1945 nun mit einem Mal wichtigsten, scheinbar wichtigsten Rohstoffes der Welt, nämlich auf dem Territorium der DDR, in Sachsen, in Thüringen, auch in Tschechien, lagerten große Mengen der sogenannten Pechblende, ja, also eines uranhaltigen Minerals. Und ich schicke schon mal voraus, die DDR-Führung glaubte bis zum Ende der 60er Jahre unbeirrbar daran, diesen Rohstoff Atomindustrie in die Hände zu bekommen. Die Sowjetunion wusste bis ca. 1960 auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen wollte. Gab keine klare Aussage dazu. Spätestens ab 1960, habe ich den Quellen entnommen, dachten die Russen überhaupt nicht mehr daran, der DDR diesen total wichtigen Rohstoff wieder in die eigene Verfügung zu geben. Und so kann ich eben auch schon vorausschicken, dass all diese sehr weitgehenden, teilweise hochtrabenden Atompläne, die die ostdeutschen Wissenschaftler und Politiker hegten, eigentlich von Anfang an auf Sand gebaut waren und eigentlich keine Chance hatten, verwirklicht zu werden, weil sie eben auf der freien Verfügbarkeit, auf der Autonomie über diesen Bodenschatz beruhten. Und dann im August 1955 gab es ein weiteres Ereignis, das die Entwicklung ganz enorm beschleunigte. Atomenergie war
Bis dahin ein großes Geheimnis. Die Großmächte hüteten ihre Atomgeheimnisse eifersüchtig und plötzlich wurde in Genf im August 1955 fand eine UN-Konferenz für die friedliche Anwendung der Atomenergie statt. Und hier geschah etwas, was vorher undenkbar war, nämlich die Großmächte haben plötzlich ihre ganzen Atomgeheimnisse offengelegt, haben die sehr bereitwillig mit anderen Staaten getauscht. Es waren über 1260 Delegierte da, 800 Beobachter. Die DDR durfte nur eine Beobachterdelegation schicken, aufgrund ihres völkerrechtlichen Status. Aber hier wurden nun diese Atomgeheimnisse offengelegt, für die noch wenige Jahre vorher, Monate vorher, Menschen auf den elektrischen Stuhl geschickt wurden. Ja. Was war passiert? Die USA, auch die Sowjetunion, die Großmächte, hatten festgestellt, dass eigentlich jeder Staat, der es einfach nur energisch genug anstrebt, früher oder später auch in den Besitz von Atomtechnologie und entsprechendem Know-how kommen würde, um eben auch selbst eine Atombombe zu bauen. Das galt es zu verhindern und so machte man eben den Staaten das Angebot, sie an fortgeschrittener Atomtechnologie teilhaben zu lassen, wenn sie im Gegenzug eben dafür auf die Entwicklung eigener Atomwaffen verzichteten. Und das hatte eine ganze Weile auch ganz gut geklappt. Aber diese Konferenz löste nun das aus, was ich eingangs genannt hatte, nämlich eine Atomeuphorie, also diese völlig übersteigerte Erwartungshaltung an die Atomkraft. Wie gesagt, noch vor kurzem das Schreckgespenst der Menschheit. Und plötzlich überschlugen sich die Zeitungen, ich habe hier nur Beispiele aus der DDR genommen, überschlugen sich die Zeitungen im Ausmalen der unglaublichen Möglichkeiten, der fantastischen Möglichkeiten, was die Kernenergie, die Atomenergie den Völkern künftig alles ermöglichen würde. Bezeichnenderweise waren die, ich nenne es mal Fantasien, in beiden Systemen relativ ähnlich. Ja, man träumte eben davon, in abgelegenen Regionen, man dachte an die Arktis, man dachte an Wüsten, kleine Atomkraftwerke zu bauen, dort eben noch Städte zu bauen, die dann eben Städte versorgen würden, auf diese Weise eben diese unzugänglichen Gebiete zu entwickeln und ja, letzten Endes unendlichen Wohlstand zu schaffen. Ja. Ein Vordenker, ein Publizist, Wissenschaftler wie Ernst Bloch zum Beispiel schrieb, einige hunderte Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien, Nordamerika, Grönland und die Arktis zur Riviera zu verwandeln. Naja, wir hatten in Sibirien, glaube ich, gerade über 30 Grad, ne? Da entwickelt sich das gerade zur Riviera. Aber das sollte eben die Atomenergie erreichen und man merkt hier schon ein ganz gehöriges Maß an Hybris, ja, an Machbarkeitswahn auch, aber das hat eben kein geringerer als Ernst Bloch Hoffnung eben auch publiziert. Oder ein Vordenker der Sozialdemokratie in der BRD, auch Mitglied der Atomkommission, der Deutschen Atomkommission, ließ sich zum Beispiel diesen Bären hier aufbinden, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Firma Glenn Martin hat in einer Pressekonferenz 4 Kisten vorgeführt, Kisten aus Aluminium, 2,7 mal 2,7 mal 7 Meter, die werden in der Arktis ins Eis eingegraben, halben Meter Eis drüber, oder im Urwald, am Ufer des Amazonas eingegraben, halben Meter Kies drüber, am Ende kommt ein Kabel raus und man hat ein voll funktionierendes Atomkraftwerk mit 10 Megawatt Leistung, 1,5 Jahre lang wartungsfrei. Ja. Ich sehe bei dem wenigen Publikum hier vor mir lächeln, ich habe dasselbe gerade erst vor wenigen Monaten, ich hätte es kopieren sollen, hier reinbringen sollen, gelesen und da ging es um diese sogenannten autarken Mini-Atomkraftwerke. Genau dasselbe, Containergröße, irgendwo hinstellen, autarke Energieversorgung. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin Historiker, kein Techniker, aber jetzt knapp 70 Jahre später kommt diese Idee auch wieder hoch. Die wohl fantastischsten Möglichkeiten wurden naturgemäß dem Verkehrswesen zugedacht.
weil eben die Atomenergie eben scheinbar standortunabhängig war, hohe Energiedichte. Und dann kam es eben zu solchen schönen Piktogrammen hier mit einem Gramm Treibstoff 400 Mal rund um die Erde. Und das war auch durchaus ernst gemeint. Lieber Sören, du erinnerst dich daran, wir hatten 2007 war das die Ausstellung Neustart. Da ging es um Mobilität der Vergangenheit und Zukunft. Und da hatten wir vorgestellt auch den Ford Nucleon. Und das war eine durchaus ernst gemeinte Designstudie. Ja, ich weiß bis heute nicht, wo bei dem Ding vorne und hinten ist. Da ist ein kleiner, Sie sehen hier so einen kleinen Reaktor, könnte wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Plutoniumreaktor sein oder sowas. Offenbar auch gedacht als Modul zum Austauschen, aber vielleicht auch zum Abwerfen, wenn es gefährlich wurde, ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall damals großen Spaß gemacht, mit den Kollegen aus dem Technikmuseum den Ford Nucleon, das Modell, das ist etwas größer als 2 Meter etwa, aus den USA hier mal nach Berlin zu holen. Vielleicht hat der ein oder andere die Ausstellung Neustart mobil ohne Öl ja gesehen. Ja, der Ford Nucleon als durchaus ernst gemeinte Designstudie. Ja. Und wie ich sagte, die Fantasien unterschieden sich kaum. Ja, das ist der Atomzug im Westen, ja, das ist der Atomzug im Osten. Naja gut, um einiges größer. Oder, da wiegt man bedenklich mit dem Kopf, ja, die sogenannten Langhälse, die Ralf Dörge in diesem Buch Gigant Atom darstellte. Warum sind die so lang? Ja, ganz einfach, die Passagiere sitzen vorne, hinten ist der Kernreaktor und der ganze Mittelteil dient der Abschirmung. Ja. Aber keiner fragte sich im Grunde genommen, was passiert mal, wenn so ein Ding auch mal abstürzt. Ne? Also die Gefahren der Atomenergie, die wurden in dieser Zeit zumindest im Osten doch deutlich zurückgehalten. Und schon war auch die Atomenergie Teil des Systemwettstreits. Jetzt kommen wir auch langsam zum Thema. Ja, baut Moskau das erste Atomauto dazu, dieses böse aussehende rote Auto? Ja, eine Frage und zugleich ein Blick in die Sowjetunion. Also man war alarmiert, man hatte auch einfach die Sorge, als Industriestaat den Anschluss zu verpassen, die anderen könnten schneller sein, ne, dass die anderen eben einen auf diesem so wichtigen Gebiet überholen könnten. Die Atomeuphorie in der DDR hatte aber auch durchaus eine sehr eigenständige Komponente. Und zwar, was man im Westen kaum findet, diese enorm hohen Erwartungen in gesellschaftlicher Hinsicht. Ja, das neue Deutschland schrieb hier zum Beispiel, lassen Sie das mal auf sich wirken, die weitere Entwicklung der Atomtechnik und das damit verbundene Wachstum der Arbeitsproduktivität wird die Grundlage für den Aufbau des Kommunismus rasch verbreitern. Lenin-Zitat, ja, wird nicht die Verwendung der Kernenergie für die Stromerzeugung in absehbarer Zeit das Ausmaß der Elektrifizierung ermöglichen, das für den vollendeten Kommunismus nötig ist. Und das, dann wird eben postuliert, dass das kapitalistische System für die Nutzung der Atomenergie überhaupt nicht geeignet ist. Das Atomzeitalter kann nur ein Zeitalter des Kommunismus sein. Tatsächlich glaubte man, dass Kernenergienutzung vormals unterentwickelte Staaten, die Entwicklungsländer, ganze gesellschaftliche Stufen überspringen könnten und eben sofort in das System des Sozialismus, des entwickelten Sozialismus als Industriestaaten eintreten könnten und das eben dank der Segnungen der Atomkraft. Hier noch ein schönes Zitat, ja, Marx und Engels, die Klassiker, wurden natürlich auch zitiert. Ich will damit einfach ausdrücken, dass das eben nicht nur Journalisten waren, sondern dieses Zitat stammt tatsächlich aus dem Regierungsapparat der DDR und eben auch hier steht, dass der Entdeckung des elektrischen Funkens folgenden ökonomischen Revolution mit Notwendigkeit die politische Revolution folgen muss. Die Anwendung der Atomenergie führte und wird weiter zu einer ungeahnten Entwicklung der Produktivkräfte führen. Man argumentiert hier dialektisch. Dieser Entwicklung stehen die in den imperialistischen Ländern kapitalistischen Produktionsverhältnisse als Hemmnis gegenüber. Also Fazit, Atomenergienutzung ist eigentlich nur im Sozialismus möglich. Letzten Endes haben wir es in der DDR mit einer gelenkten Euphorie, Atomeuphorie zu tun.
Und das ist auch ein erheblicher Unterschied zum Westen. Denn tatsächlich wurden die Konferenzen in Genf, vorher, wenige Wochen vorher fand auch in Moskau eine Atomkonferenz statt, wurden mit großem Aufwand im ZK-Apparat der SED ausgewertet. Und dazu wurden dann entsprechende Beschlüsse gefasst, wie die Atomenergie in den Medien der DDR, im Fernsehfunk, hieß es ja damals, im Funk und im Fernsehen, publiziert werden könnte, wie die gesellschaftlichen Institutionen, Urania, FDJ und so weiter, wie die eben damit eingebunden könnten. Es galt also der Bevölkerung, die Segnung der Atomenergie eben schmackhaft zu machen. Kritik, kritische Stimmen kamen hier eigentlich gar nicht zu Wort. Ja, und manchmal hatte diese Euphorie auch durchaus was Komisches, das wollte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, wenn hier ein Journalist aus dem neuen Deutschland über seinen Besuch im ersten Atomkraftwerk der Welt in Nobninsk im August 1955 berichtet. Ja, da schreibt dann hier, die jungen Menschen sind gern bereit, uns die Wachsamkeit der Automatik vorzuführen und stören plötzlich und scharf die Tätigkeit des Reaktors. Da sträuben sich mir die Haare, wenn ich das lese, und freut sich daran, wie die Automaten geschäftig werden, wie die normale Lage wiederhergestellt werden soll durch die Automaten. Lampen, Lichtsignale leuchten auf, Zeiger schwanken, aber ein Zeiger schwankt nicht. Ja. Er gehört zu dem Gerät, das die Stärke des vom Kraftwerk gelieferten Stromes misst. Fazit, alles ist sicher. Ja. Und da kommt eben wieder diese Hybris zum Ausdruck, die dann am Ende leider Gottes eben auch zu Tschernobyl und Fukushima führte. Ja, diese unbedingte Technikgläubigkeit, dieser Machbarkeitswahn, der leider gerade eben auch in dieser Thematik eine traurige Bedeutung hatte. Für die DDR ging die Entwicklung so weiter. Am 20. September 1955, nach einer missglückten Konferenz in Genf der vier Mächte, schloss die Sowjetunion einen Vertrag über die Beziehung zwischen der DDR und der UdSSR. Vorher hieß es immer noch eine Nation, ein Staat. Ja, man orientierte noch auf die Wiedervereinigung. Nun hieß es eben eine Nation, zwei Staaten. Chruschtschow sprach davon, die DDR zum Schaufenster nach dem Westen zu entwickeln. Damit kam die DDR natürlich sofort in eine Wettkampfsituation mit der technologisch und wirtschaftlich deutlich überlegenen Bundesrepublik. Ja, aber für die Wirtschaft und auch für die Kerntechnologieentwicklung und Kernforschung der DDR hatte das doch erhebliche Konsequenzen. Was bedeutete das, dieser Vertrag? Zunächst volle Souveränität in der Innen- und Außenpolitik. Ich habe die Souveränität mal in Anführungsstriche gesetzt. Aufhebung des Amtes des Hohen Kommissars, das Ende der Reparationen, die Umwandlung der sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft, also der Reparationsbetriebe, in Volkseigentum mit der bezeichnenden Ausnahme der Wismut AG, der Uranförderung. Und letztlich auch für die Freigabe der Kernforschung und Kernenergieanwendung, die eben die Pläne lagen eigentlich schon in der Schublade seit Anfang des Jahres, seit sich eben abzeichnete, dass eben Kerntechnik aus der UdSSR geliefert werden würde, dass eben Wissenschaftler aus der Sowjetunion zurückkehren werden. Und so dauerte es dann auch keine drei Wochen, bis im Politbüro der SED ein entsprechender Entschluss zur Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in der DDR gefällt wurde, mit sehr, sehr weitreichenden Auswirkungen. Was wurde da beschlossen? Zunächst wurden Strukturen geschaffen. Ja. Beim Ministerrat der DDR wurde ein Amt für Kernforschung und Kerntechnologie und Kerntechnik geschaffen, das im Grunde genommen dieselbe Funktion hatte wie in der BRD, das ja damals noch kleine Atomministerium. Ja. Es wurde ein wissenschaftlicher Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie gegründet. Die avisierte Technik, aus der Sowjetunion gelieferte Technik, wurde verbaut in einem neu gegründeten Zentrum für Kernphysik
in Rossendorf. In der Folge entwickelte sich dann auch der Raum Dresden insbesondere eben zu einem wissenschaftlichen Zentrum der Kernforschung und Kerntechnologie in der Entwicklung in der DDR. Es wurden Ausbildungsstrukturen geschaffen. Die DDR hat als einziger Staat, nach meiner Kenntnis, ich habe nichts anderes gefunden, eine Fakultät für Kerntechnik an der Technischen Universität in Dresden gegründet, hatte nicht lange Bestand, aber dort sollte eben der wissenschaftliche und technische Nachwuchs für die künftige Kernenergiewirtschaft der DDR ausgebildet werden. Ja, und der Bau dieses Zentralinstituts wurde umgehend in Angriff genommen und wirklich mit Hochdruck vorangetrieben. Parallel wurden zahlreiche Institute, Forschungsinstitute gegründet. Die wurden dann meistens von den SU-Rückkehrern geleitet, waren diesen eigentlich direkt auf den Leib geschneidert worden. Einfach auch aus dem Grund, um sie eben auch im Land zu halten und entsprechend ihren Fähigkeiten eben einzusetzen. Die nächste Zäsur war die dritte Parteikonferenz der SED im März 1956. Zunächst hatte hier Walter Ulbricht erstmal, die war sehr technikbezogen, sehr wirtschaftsbezogen, und hier hatte Walter Ulbricht dann sein Überholungskonzept verkündet. Ja, die Volkswirtschaft der DDR sei so zu entwickeln, dass eben die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber der Herrschaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat eindeutig bewiesen wird. Sollte eben der Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln, Konsumgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland erreichen und übertreffen. Ja, dieses viel zitierte, auch wenn er so nicht gesagt hat, überholen ohne einzuholen. Aber das nahm ihm hier seinen Ausgang. Aber mit dieser Verkündung befand sich die DDR nun endgültig in dieser fatalen Wettbewerbssituation. Das heißt, sie war fortlaufend ihrer Existenz, ja, bis zum Ende ihrer Existenz, geradezu fixiert auf die Bundesrepublik, die es eben in allen Bereichen in irgendeiner Weise einzuholen und zu übertreffen galt. Ja. Und das war für diesen wirtschaftlich schwächeren Staat natürlich eine gewisse Herausforderung, aber man glaubte eben, im Gebiet der Kernforschung und Kerntechnologie ein Gebiet gefunden zu haben, aufgrund dieser Voraussetzungen, die ich eingangs geschildert hatte, wo man eben das erreichen könnte, eben aufgrund seiner personellen, technischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen, aber eben auch aufgrund des Bodenschatzes auf dem eigenen Territorium. Ah, Zitate müssen vollständig sein, ja. Lebhafter Beifall. Und dieser Wettbewerb zeigt sich dann eben auch sehr schnell. Ja, die Bundesrepublik hatte am 31. Oktober 1957, ja, also kaum zwei Jahre nach der Genfer Konferenz, ihren ersten Forschungsreaktor in Garching bei München kritisch gefahren. Die DDR hatte ihren Triumph, ja, um gerade einmal 6 Wochen verpasst. Der Rossendorfer Reaktor wurde erstmals am 16. Dezember 1957 kritisch gefahren, also kaum 6 Wochen nach der Bundesrepublik. Nun ja, die ostdeutsche Propaganda war sehr geübt darin, solche Niederlagen in Siege zu verwandeln, und da hieß es dann eben im Neuen Deutschland, Fritz Selbmann, ja, damals veranstaltete alle darauf hin, dass in Rossendorf nunmehr in Deutschland der erste wissenschaftlich nutzbare Reaktor in Betrieb genommen wird, da der kleineren westdeutschen Anlage in München noch die nötigen Hilfseinrichtungen fehlen. Also man hatte das Rennen dann irgendwie doch gewonnen. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dieses Rennen war eigentlich ein sehr einseitiges Rennen. Ich habe in den Publikationen, die sich mit der westdeutschen Atomindustrie befassen, und ich habe sie sehr gründlich gelesen, eigentlich keine Hinweise gefunden, dass dieser Systemwettstreit für die westdeutsche Atomindustrie, die ja eben vor allem privatwirtschaftlich organisiert war, mit staatlicher Unterstützung, dass der da eine wirkliche Rolle spielte. Für die DDR war das eben ganz, ganz anders. Ja, man wollte eben dieses Prestige haben, ja, gegenüber diesem Bonner Staat, den entsprechenden Vorlauf zu haben. Aber Walter Ulbricht hatte auf dieser Parteikonferenz noch etwas anderes für unser Thema hier viel, viel Wichtigeres verkündet. Und zwar verkündete er vor der versammelten nationalen und internationalen Presse, wir werden im Verlaufe des zweiten 5-Jahr-Plans
mit dem Bau des ersten Atomkraftwerks in der Deutschen Demokratischen Republik beginnen. Und das sollte natürlich, klar, auch das erste gesamtdeutsche Atomkraftwerk sein. Ein entsprechender Beschluss für den Bau dieses Kraftwerkes wurde auf der Basis der Arbeit dieser wissenschaftlichen Kommission, die ich vorhin erwähnte, dann sehr schnell gefasst, schon im Juli 1956, wenige Monate nach der Parteikonferenz. Und hier heißt es dann, aufgrund der Empfehlung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie beschließt das Präsidium des Ministerrates, dass im Verlaufe des zweiten Fünfjahrplanes der Bau eines Atomkraftwerkes im Umfange von 50 bis 100 Megawatt elektrischer Energieleistung in Angriff genommen wird. Dieser Bau sollte erfolgen auf Grundlage sowjetischer Projektunterlagen. Ja, die Technik sollte aus der Sowjetunion geliefert werden, aber fällt Ihnen was auf? Ja, da steht im Umfange von 50 bis 100 Megawatt elektrische Leistung. Tja, was bedeutet das? Die wussten im Grunde genommen überhaupt nicht, was die da bauen wollen. Das nimmt schon mal vorweg, oder hier nimmt es ihren Ausgang, eine erbittert geführte Diskussion um den für die DDR am besten geeigneten Reaktor. Diese Frage wurde schon von dieser wissenschaftlichen Kommission behandelt. Man kam aber zu keinem endgültigen Ergebnis dabei. Diese Kommission hatte, und jetzt kann man aufmerken, hatte tatsächlich den kompliziertesten aller Reaktortypen, nämlich den schnellen Reaktor, ja, bekannt auch als schneller Brüder, empfohlen. Einfach aufgrund der Mengen an Natururan, die man eben in der DDR zur Verfügung haben glaubte. Ja, man glaubte eben, wie gesagt, fest daran, diesen Bodenschatz in die eigene Verfügung zu übernehmen. Nun, eine kleine Delegation reiste nach Moskau und unterhielt sich dort erstmal mit den russischen Experten darüber, was man überhaupt bekommen könnte. Ja. Die sowjetischen Experten stellten vier Reaktortypen zur Auswahl. Das waren Natururan-Reaktoren, schwerwassermoderierte Reaktoren. Das waren zwei Arten von Leichtwasser, also Druckwasser- und Niedrigwasser-moderierten Reaktoren. Ja, aber hier nochmal, im September 1956, als Basis für diese Kraftwerksentwicklung werden die Uranvorkommen in der Deutschen Demokratischen Republik betrachtet. Das sagt hier kein Geringer, also Willi Stoff. Willi Stoff zu diesem Zeitpunkt hatte Fritz Selbmann, der in Ungnade gefallen war, als Verantwortlichen für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung im Politbüro abgelöst. Nun, man entschied sich am Ende, die Russen hatten kein Interesse daran, dass die DDR einen Reaktortyp mit hohem Brutfaktor, also mit Plutoniumproduktion, erhält. Man entschied sich am Ende für den Leichtwasserreaktor, ja, für einen Druckwasserreaktor, der allerdings nur als Zwischenlösung angesehen wurde für die spätere Entwicklung eines eigenen schnellen Reaktors. Aber interessant, auch bezeichnend sind die Planungen. Bis 1965 sollten 440 Megawatt elektrische Leistung aus Kernenergie ans Netz gehen, einschließlich des ersten Atomkraftwerkes. Dazu muss man sagen, dass schon das zweite Atomkraftwerk auf der Basis dieses sowjetischen Projekts aus eigener Produktion stammen sollte. Ja, also nicht nur die Nebenanlagen, sondern auch Hauptanlagen, Reaktor, Dampferzeuger und so weiter. Ja, man wollte eben diesen ersten Reaktor aus der Sowjetunion wollte man praktisch als Lehrstück für die eigene Industrie nehmen. Der zweite Reaktor sollte dann schon verbessert sein mit höherer Leistung. Ja, und Ziel war eben nichts anderes. Und jetzt kommen wir wieder zu den Gründen für diese forcierte Entwicklung der Kernenergie. Man wollte eben eine autarke Atomenergiewirtschaft, Industrie in der DDR aufbauen, wo eben wirklich von der Förderung des Bodenschatzes über die Entwicklung von Brennelementen bis eben hin zur Kerntechnologie eben alles mit dabei war. Und von 1965 bis 1970 sollten dann schon 1200 Megawatt ans Netz gehen und ab 1970 sollte
der gesamte Zuwachs an elektrischer Energie ausschließlich aus Atomkraftwerken kommen. Im Hintergrund waren völlig falsche Berechnungen der vorhandenen Braunkohlelagerstätten. Man ging davon aus, dass 1970 die Förderung schon bereits massiv zurückgehen würde. Gleichzeitig hatte man Prognosen aufgestellt für die Entwicklung der Bevölkerung. Da ging man von 30 Millionen Menschen aus. Wir wissen, die DDR hatte, glaube ich, nie mehr als 17 Millionen Menschen, auch zu ihrem Ende. Und gleichzeitig versuchte man eben auch Trends in der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere eben auch die Automatisierung von ganzen Fabriken eben aufzunehmen, die eben scheinbar einen unglaublich hohen Strombedarf erfordern würden. Und auf dieser Basis wurden eben diese Zahlen praktisch durch die staatliche Plankommission festgelegt. Ich habe noch einen Punkt außer Acht gelassen, der für die DDR, für die Staats- und Parteiführung eine ganz, ganz enorme Rolle spielte, in ihrem unbedingten Wollen, die Kernenergie zu entwickeln. Das sind außenpolitische Gründe. Ich hatte gesagt, das Ziel war es, eine eigenständige, autarke Kernenergiewirtschaft, wirklich vom Bodenschatz bis hin zum Brennelement, bis hin zum schlüsselfertigen Kraftwerk zu errichten, eben auch Exportindustrie. Aber der Hintergrund war noch ein anderer. Die DDR befand sich, wie gesagt, in ständiger Konkurrenz zur wirtschaftlich stärkeren Bundesrepublik. Und beide Staaten vertraten eben den Alleinvertretungsanspruch für Deutschland. Und ein Gedanke der Staatsführung, der mir immer wieder begegnet ist bei meinen Recherchen, war der: Würde man einen Staat, würde man diesen missachteten Gänsefüßchenstaat, der nicht mal eine Delegation zur Genfer Konferenz schicken durfte, ja, der wirklich gedemütigt wurde, würde man den weiterhin ignorieren können, könnte man den weiterhin von allen internationalen Gremien, vor allem aus der UN, das war das Hauptziel der DDR-Außenpolitik, die Mitgliedschaft in der UN, ja, die Anerkennung als eigenständiger, souveräner Staat, würde man so einen Staat dann noch ausschließen können. Man hatte also nichts anderes vor, als eine im zivilen Sinne mächtige Atommacht, ein Atomstaat zu werden. Das waren tatsächlich die Gedanken, die die Staats- und Parteiführung mit der Entwicklung der Kernenergie zumindest in den späten 50er Jahren verband. Ja, wichtige Frage, wo soll nun so ein Kraftwerk hin? Wir hatten ja schon gesagt, weit ab von der Braunkohle. Ja, im Norden, sollte eben den Norden versorgen. Und ich würde jetzt hier einfach mal ein bisschen Seminar machen. Zeige Ihnen hier meine ehemalige Arbeitsstelle, das Kernkraftwerk in Lubmin bei Greifswald. Und hier sieht man eigentlich schon sehr schön, wo so ein Kernkraftwerk gebaut werden könnte. Was sind die Standortbedingungen? Natürlich, Sie sehen hier in der Ferne die Ostsee, dieser kleine Hügel hier, das ist die Insel Usedom. Ja, hier ist der Einlaufkanal. Wenn wir hier weiter gucken könnten, dann würden Sie hier den Greifswalder Bodden sehen. Also Wasser musste in großer Menge, in ausreichender Menge da sein. Ja, weil ein Kernkraftwerk ist auch nichts anderes am Ende als ein Wärmekraftwerk. Ja. Mit einem sehr hohen. Ein Kernkraftwerk stellt natürlich andere Bedingungen, eben auch meteorologische Bedingungen, ja, hydrologische Bedingungen, aber eben auch wichtig, die Bevölkerungsdichte. Wenn Sie jetzt hier ist Osten, hier ist Westen, nach Westen gucken würden, dann würden wir hier irgendwo die kleine Ortschaft Lubmin sehen. Nach Osten haben wir dann so schöne, ich spreche es mal norddeutsch aus, so schöne Dörfchen wie Spandauer Hagen und Kröslin und Feist und so, ne? So kleine Fischerdörfchen. Ne? In einiger Entfernung haben wir dann Wolgast, auch größere Oberzentren, ja, eben auch für die Arbeitskräfte müssen vorhanden sein. In die andere Richtung haben wir dann die Universitäts- und Hansestadt Greifswald, meine Heimatstadt. Ja, und diese Frage stellte sich nun 1955 auch den Planern für das AKW 1. Damals hieß es noch AKW, später wurde dann wahrscheinlich in bewusster Abgrenzung zur Bundesrepublik von KKW-Kernkraftwerk gesprochen. Ja. Wo sollte nun dieses Kraftwerk stehen? Ich habe auch hier mal eine etwas modernere
Karte genommen. Wasser hat der Norden ja genug. Und die Planer im Amt für Kernforschung und Kerntechnik und beim Elektroenergieanlagenbau in Berlin, der eben für den Bau verantwortlich zeichnen sollte, hatten 6 Standorte, in einem anderen Papier sind es auch 8 Standorte, aber hatten eben vor allen Dingen 6 Standorte ins Auge gefasst, allesamt eben im Bereich der nordostdeutschen Seen gelegen. Und das wäre eben einmal Sternberg, das wäre Goldberg mit dem Goldbergsee, das wäre Rechlin mit der Müritz, das ist der Fürstensee, der Stechlin und der Tollensesee. Tja, wo sollte dieses Kraftwerk nun hin? Jetzt sagen alle, na klar, Rheinsberg, nein, falsch. Das erste Kraftwerk sollte in Neubrandenburg stehen und tatsächlich wurde schon ohne Rücksprache mit den sowjetischen Experten sehr schnell begonnen, in Neubrandenburg am Tollensesee Probebohrungen zu machen, Pfähle zu rammen. Ja, ich habe gerade im letzten Jahr noch einen schon ziemlich betagten Herrn kennengelernt, der mir versicherte, ja, ich bin damals dabei gewesen, wir wussten nicht, was da gebaut werden sollten, jetzt weiß ich es, ne, das sollte eben ein Kernkraftwerk werden. Ja, ich hatte diesen Vortrag da mal ebenfalls gehalten in der Brandenburg und der hat mir das eben auch bestätigt. Ja, also das erste Kernkraftwerk sollte hier in bei Neubrandenburg stehen. Der genaue Ort, kann ich Ihnen zeigen, ist diese kleine Landzunge hier. Das ist das Gatscheck, das heißt tatsächlich Gatscheck. Ja. Und da sagten plötzlich die sowjetischen Freunde, jetzt, nein, dann machen wir nicht mit. Ja. Man zeigte sich freundlich erstaunt darüber, dass die deutschen Partner nur einen einzigen Standortvorschlag gemacht hatten. Die anderen Standorte waren alle weggefallen und verlangten eben weiter wasserwirtschaftliche Gutachten, meteorologische Gutachten, Standortgutachten. Und am Ende kam raus tatsächlich, dass dieser Standort in der Tat nicht so gut geeignet war. Nämlich der Tollensesee liegt, wie Sie sehen, in einem sehr langgestreckten Talbecken mit entsprechenden Strömungen. Ja, wird von einem Fluss, der Tollense, durchzogen. Die Windrichtung kommt häufig aus Westen, manchmal eben aber auch aus Südwesten. Und Sie sehen hier oben im Norden, im Nordosten, da ist eben dieses Oberzentrum Neubrandenburg, wo man eben eigentlich auch die Bauleute rekrutieren wollte und wo man eben auch entsprechend Industrie ansiedeln wollte, ne, dass eben durch dieses Kraftwerk versorgt werden könnte. Und am Ende wurde dieser Standort Tollensesee verworfen. Ja. Die Uferlinie behielt ihre schöne, idyllische Form. Was hätte den Neubrandenburgern dann geblüht? Sie hätten diesen Anblick kaum ca. 4 Kilometer von ihrer Stadt entfernt gehabt. Es wäre nämlich so ein symmetrischer Kraftwerksbau entstanden. Die eine Seite das AKW, das Atomkraftwerk 1, ja, dieses sowjetische Projekt. Die andere Seite dann eben das AKW 2, schon eben aus eigener Produktion, auch die Hauptanlagen eben mit dieser Orientierung auf späteren Export und eben Eigenbau. Ja, das sollte eben bei Neubrandenburg gebaut werden. Dies sollte nur bei Rheinsberg passieren. In Rheinsberg gab es verschiedene Schwierigkeiten und zwar ist der Stechlin eigentlich nicht groß genug für ein Kraftwerk dieser Größe. Man hat dieses Problem des Kühlwassers gelöst, indem man eben zwischen dem benachbarten Nemitzsee und dem Stechlin so einen Durchstich machte. An diesem Durchstich wurde dieses Kraftwerk errichtet. Parallel kam es allerdings zu einem wirklich erbitterten Streit zwischen dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik und dem Chef des Energieanlagenbaus in Berlin, weil dieses Kraftwerk sollte mitten in ein Naturschutzgebiet gebaut werden. Im Amt für Kernforschung, Kerntechnik, im AKK interessierte das keinen, während man beim Energieanlagenbau sich schlicht weigerte, diesen Standort zu entwickeln. Am Ende hatte dann Seltmann noch ein Machtwort gesprochen und eben diesen Standort per Federstrich entschieden und das erste Atomkraftwerk der DDR entstand eben in
Rheinsberg. Was wurde da gebaut? Es war, wie gesagt, ein Druckwasserreaktor. Ich habe hier mal schematisch den Mina-Reaktor mal dargestellt, nach dem Typ Wornisch. Ja, also ein Leichtwasserreaktor, Druckwasser moderiert und eben auch gekühlt. Und Sie sehen hier, typisch eben für diese Druckwasserreaktoren, drei Kreisläufe. Einmal eben der aktive Kreislauf, der erste Kreislauf, ja, durch den Reaktor, Wärmetauscher, der Sekundärkreislauf eben mit dem Turbosatz und dem Generator auf dieser Welle schon nicht mehr aktiv. Und hier der dritte Kreislauf, der Kondensatorkreislauf, eben mit purem, grob gereinigten Bottenwasser gekühlt, das eben über große, riesengroße 6 Kilovolt Pumpen in das Kraftwerk reingepumpt wurden. Ja, und dann eben leicht erwärmt wieder zurückfloss in den Botten. So sah es dann später in Lubmin aus, dieses Doppelblock-Prinzip. Hier haben wir eben einen Wasser-Wasser-Energie-Reaktor, Water-Water-Energie-Reaktor, 440 Megawatt Leistung, elektrische Leistung, die thermische Leistung ist höher. Als Doppelblock, Sie sehen hier im Hintergrund noch den zweiten Block, einer der Hauptgründe, warum diese Baureihe so nicht weitergebaut wurde, weil hier eben keine physische Trennung zwischen diesen Kraftwerksteilen mehr stattfand. Ja, so sieht es eben heute noch in Rheinsberg aus, inzwischen stillgelegt. 1990 wurde dieses Kraftwerk nach vielen Betriebsjahren stillgelegt. Rheinsberg wurde sowohl zur Energieerzeugung, aber eben auch als Versuchskraftwerk. Hier wurden eben viele Fahrversuche praktisch gefahren, so wurde es genutzt. Und man hat es tatsächlich bis 1990 in Betrieb gelassen, weil die Energiesituation, wie ich eingangs sagte, der DDR eigentlich permanent angespannt war und man eben auch auf diese etwas mehr als 60 Megawatt elektrische Leistung, die dieses Kraftwerk ins Netz gab, nicht verzichten wollte. Dagegen sieht es am Gatscheck bei Neubrandenburg so aus. Und ich persönlich freue mich, im nächsten Monat dort mit meinem Sohn, wie jedes Jahr, eben das jährliche Tauchcamp zu genießen. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Olaf, für den wirklich tollen Vortrag, wie ich finde. Den Applaus müssen wir uns jetzt ja immer dazu denken, weil es wäre jetzt etwas albern mit dem kleinen technischen Personal, was wir jetzt hier haben, den Applaus zu simulieren. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir hoffen, dass Sie alle am Bildschirm, hinter Ihrem Bildschirm entsprechend geklatscht haben. Ohne dass ich darauf dränge. Ich hab jetzt gelernt bei den vielen Digitalkonferenzen, dass man das so machen kann. Also, dann haben wir jetzt auch ein bisschen Applaus gehabt. Nun habe ich sehr gefreut, was ich nicht erwähnt habe, ist, wir hatten völlig unabhängig von beide eine kleine energietechnische Erstkarriere vor unserem geisteswissenschaftlichen Studium der Geschichte. Ich hatte im Kraftwerksanlagenbau, also nicht in der Fahrbereitschaft gewissermaßen, also ich habe die Reaktoren nicht gefahren, aber solche Technik mitbauen wollen bei VEB Bergmann-Borsig, dem Stammbetrieb des Kraftwerksanlagenbaus in der DDR und von Energieentwicklung, der ersten kerntechnischen Energieentwicklung in der DDR Revue passieren zu lassen. Wir können die Folie, genau, lass ruhig die Folie offen, das schadet nichts, wir haben die gerne im Hintergrund und ich wollte gerne nochmal auch den kleinen Bogen schlagen. Im Vorgespräch hatten wir auch mehrfach nochmal den Schwerpunkt des Vortrags ein Stück weit verändert, um eben auch nochmal den Bogen zu ziehen auf die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen in der DDR oder in der Nachkriegszeit in Deutschland. Und dadurch hatte sich auch unser Vortragstitel nochmal von Rheinsberg oder Neubrandenburg auf den Titel Gigant Atom, was ein Zitat ist. Du hast dieses Buch auch gezeigt. Böhm-Dörge ist das Standardwerk gewesen, was damals viele Kinder und Jugendliche gelesen hatten. Als Zitat hier benutzen für den eigentlichen Titel der
den Wettlauf um den Reaktor, und zwar nicht zwischen Neubrandenburg und Rheinsberg, du hast es ja ein Stück weit geschildert, sondern auch zwischen Ost und West. Das leitet mich zur ersten Frage über, nämlich danach, du hast jetzt schon Garching auch mit erwähnt gehabt, also die westdeutsche Versuchsanlage oder Forschungsreaktor müsste man sagen, Versuchsanlage wäre falsch. Wer hat denn dann letzten Endes für die Stromproduktion das Rennen gemacht, die DDR oder die Bundesrepublik? Also war es dann das erste deutsche Atomkraftwerk, Rheinsberg meine ich, oder hat doch die Bundesrepublik das Rennen gemacht? Ach hier, jetzt mache ich mich, glaube ich, unbeliebt. Als erstes deutsches Atomkraftwerk wird allgemein das Kraftwerk in Kahl angesehen. Das ging, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 1961 ans Netz. Kahl hat aber, ja, hat eindeutig Energie produziert. Insofern ist es ein Atomkraftwerk, ist es ein Kraftwerk. Aber die produzierte Energie, das waren kaum 15 Megawatt. Kahl wurde nach meinem Wissen irgendwann in den 70er Jahren außer Betrieb genommen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es dort auch sehr viele Vorfälle gab. Also insofern wäre Kahl wohl das erste deutsche Atomkraftwerk gewesen, und die DDR hat leider auch dieses Rennen hier allerdings mit deutlich größerem Abstand verloren, weil das Kraftwerk in Rheinsberg ging nach vieler, vieler Verzögerung. Zwischenzeitlich war auch schon eine Einstellung des Baus im Gespräch, das wollte man sich aber nicht leisten, aus Prestigegründen vor allen Dingen, weil ihm auch klar war, dass diese Reaktorlinie, diese 70 Megawatt Reaktorlinie, niemals zum Arbeitspferd der Atomwirtschaft sein, der Energiewirtschaft werden würde. Die Entwicklung ging rasend schnell voran damals. Also hier ging es gleich um mehrere Jahre. 1966 wurde Rheinsberg in Betrieb genommen. Wäre ich jetzt sozusagen in der DDR für die Propaganda zuständig, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, aber Rheinsberg hat ja viel, viel mehr Megawatt Leistung gehabt, was natürlich auch stimmt, mit 50, später dann bis zu 70 Megawatt, wenn ich es recht im Kopf habe, es wurde nochmal ertüchtigt, aber natürlich war es weit entfernt von dem, was an Strombedarf in der DDR geherrscht hat, und du hast es ja mit dem Kernkraftwerk Lubmin auch nochmal erwähnt, dass ja ein Standort war mit knapp 2 Gigawatt, also knapp 2000 Megawatt Leistung in der Summe in der letzten Ausbaustufe, was ja um Faktoren größer war als das Kernkraftwerk Rheinsberg. Wir reden immer über die Frage Kernkraftwerk, Atomkraftwerk, vermischen so die Begriffe, du hast es auch schon ein Stück weit angerissen. War es tatsächlich so, dass dann die DDR sich auf diesen Begriff Kernkraftwerk festgelegt hat, während man im Westen ja und heute auch allgemein üblich von Atomkraftwerk spricht? Ja, das war tatsächlich so. Und die Gründe sind eigentlich auch nicht ganz klar. Also anfangs sprach man auch in der DDR immer von der Atomkraft und den Atomkraftwerken. Dann irgendwann im Verlauf der 60er Jahre sprach man immer häufiger von den Kernkraftwerken. Wie gesagt, eine Vermutung wäre, dass man sich vielleicht auch da eben abgrenzen wollte vom Westen. Ja, wobei aus meiner Sicht Kernkraftwerk eigentlich die präzisere Bezeichnung ist. Ja, weil es geht ja um die Kernkräfte, die da. Ich frage auch deshalb, weil wir selbst bei uns mal eine Sonderausstellung hatten vor ein paar Jahren, die hieß Aufbruch nach Utopia, wo wir uns mit den Utopien, die du uns ja auch ein Stück weit an die Wand geworfen hast, beschäftigt haben, die man in den 50er bis Mitte der 60er Jahre in der DDR hatte. Und da war natürlich die Kerntechnik eine ganz, ganz wesentliche Utopie, sei es jetzt für die Automobilität oder für Flugzeuge, Kernkraftwerke, und das wurde in der Zeitschrift Jugend und Technik, die damals noch sehr, sehr bunt gewesen ist, Land auf Land runter gedruckt und immer wieder neue Themen aufs Cover und auch in den Inhaltsbereich gebracht, was durchaus sehr spannend war und so tragfähig, dass wir darum eine ganze Story für eine Sonderausstellung generieren konnten, also sozusagen ein bisschen parallel zu dem heutigen Abend, beziehungsweise Sie finden da auch einiges wieder. Mich interessiert nochmal der technische Aspekt, und wir werden danach auch ein Stück weit öffnen. Ich ermuntere Sie nochmal, gerne Ihre Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion von YouTube. Wir haben auch schon mindestens eine Frage, hatte mir die Kollegin schon gesagt, bekommen, die mir sicherlich die Kollegin gleich nochmal aufschreiben wird, damit ich sie dann hier aufs Podium mit einbringen kann. Das wäre total nett.
Aber bevor wir auch den Fokus gerne thematisch weiten, also nicht nur über die technischen Fragen reden, wo wir uns beide wahrscheinlich recht gut auskennen, sondern gerne auch über den gesellschaftlichen Kontext, den deutsch-deutschen Wettlauf, die weltweite Atomeuphorie sprechen. Das alles spielt ja letzten Endes hier mit rein. Wollte ich nochmal auf die Frage nach dem Reaktortyp kommen, der Typ Rheinsberg. Du hast es ja schon kurz erwähnt, Woronesch war das Vorbild gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ist denn in anderen Ostblockstaaten dieser Typ auch verbaut worden oder war das praktisch außerhalb der Sowjetunion nur in Rheinsberg der Fall? Ja, also dieser WWR, Wasser-Wasser-Energiereaktor, Water-Water-Energiereaktor, war eigentlich in vielen Ländern des Ostblocks praktisch das Arbeitspferd der Atomwirtschaft. Ja, Atomwirtschaft wurde eben in zahlreichen Ländern des Ostens forciert, sowohl natürlich in der Sowjetunion, ja, wo eben dieser Reaktortyp herkam, aber eben auch in der Tschechoslowakei, in Ungarn, ich glaube auch in Bulgarien, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, ja, aber in der DDR war es dann eben dieser Druckwasserreaktor, wobei man dazu sagen muss, dass schon das nächste, also in Lubmin werden eben diese WBR 440 Reaktoren verbaut worden bis zum Block 8. Fünf Blöcke waren im Betrieb, der fünfte Block im Probebetrieb. Die anderen waren schon sehr weit im Bau fortgeschritten bis 1990, während dann aber in Stendal ein Reaktor mit deutlich größerer Leistung verbaut worden wäre. Ja, danke für die Aufklärung, weil du gerade bei Bulgarien gezögert hast. Ich weiß jetzt auch nicht, was da für ein Typ verbaut wurde, aber es ging ja in der DDR immer das Gerücht rum, dadurch, dass die Ölradiatoren im Ostblock aus Bulgarien kamen und die sozusagen damit ihre Wohnungen beheizt haben, dass die ja scheinbar genug Strom gehabt haben müssten, der dann wahrscheinlich aus eben diesem Atomkraftwerk gekommen ist. Falls Sie sich im Bild wundern, warum hier so ein schönes Schild steht, ich nehme es mal kurz hoch, ich lese es mal vor, wer es nicht sehen kann. Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr habe ich bei mir heute früh von der Küche abgenommen, hing nicht in einem Atomkraftwerk, aber soll vielleicht ein Stück weit auch die entsprechende Deko für den heutigen Abend bilden, um sich auf die Kraftwerksfrage entsprechend einzustellen. Ich wollte nochmal auf eine andere. Ah, jetzt kommt gerade eine Frage, die nehmen wir doch gerne gleich mit rein. Dankeschön. Und nehme ich als nächste mit rein, nochmal auf eine technische Frage zu sprechen kommen, nämlich auf die Frage, du hast es auch ein Stück weit schon angerissen, wie es zum Ende der DDR aussah. Dein Thema ist jetzt zwar der Aufbau der Kernenergietechnik, aber du hast es jetzt eben mit Stendal, dem Kernkraftwerk, dem letzten, das nicht zu Ende gebaut wurde, nicht mal radioaktiv beschickt war, muss man dazu sagen. Da wird oft geschrieben, das ist einfach nicht in Betrieb gegangen. Nichts dergleichen. Es war lange weit entfernt von einer Inbetriebnahme gewesen. Und vielleicht kannst du das nochmal so als kleinen technischen Ausblick uns geben, wie das ausgesehen hätte oder wenn die DDR noch länger existiert hätte, beziehungsweise wie die Planungen waren nach Greifswald, also nach Lubmin, beziehungsweise Rheinsberg, was ja dann schon gestanden hat. Wie sah es da aus? Ja. Ich selber war leider nie in Stendal, habe mir das leider nie angucken können. Ja. In Stendal sollten ja sehr große, ich glaube 1000 Megawatt Reaktoren gebaut werden. Die Pläne der DDR, also diese ganze Euphorie, die hat dann doch im Laufe der 70er Jahre sehr nachgelassen. Man stellte eben fest, dass die ist, dass man mit eigener Entwicklung auch diese Ideen eines eigenen schnellen Brüters wurde dann irgendwann aufgegeben, der in Rossendorf immer noch lange Zeit verfolgt wurde. Man hat sich dann doch mehr auf den Kassettenbau spezialisiert und ausgerichtet. Die Begeisterung, die Euphorie war dann irgendwann auch verflogen. Allerdings war es dann auch schlichte Notwendigkeit, dass man am Bau, in diesem Fall auch am Kauf von Kerntechnik aus der UdSSR und am Bau von Kernkraftwerken weiterhin festhielt, weil dann sich dann doch tatsächlich langsam abzeichnete, dass die Braunkohle eben doch ein endlicher Rohstoff ist und eben auch mit ganz, ganz erheblichen Problemen für die Umwelt, ne, für die Menschen, für die Landschaft verbunden war. Und insofern blieben die Planungen der Staats- und Parteiführung
doch sehr ehrgeizig. Also Stendal wäre das nächste Kraftwerk in einer Reihe gewesen. Es wäre nach meiner Kenntnis weitergegangen bei Dessau, ja, also auch an der Elbe, ja, und auch im süddeutschen Raum, also da gerade, wo eben die Braunkohle noch stand, wären eben auch weitere Kraftwerke gebaut worden. Für den Norden hätten die 8 Blöcke in Lubmin in ihrem Endausbau sicherlich vollkommen ausgereicht. Das war dann schon ein ziemlich großer Erzeuger, Stromerzeuger für diesen industriell ja doch nicht allzu ausgeprägten Standort. Wenn wir hier immer von Stendal sprechen und Sie, wenn Sie auch fachkundig sind am Bildschirm und sich wundern, wovon reden die gerade? Ich glaube, offiziell hieß es wohl KKW Arneburg, also liegt so 20 Kilometer von Stendal entfernt circa, hat ein eigenes Eisenbahngleis auch bekommen, direkt an der Elbe, also die Standortfaktoren hast du ja schon gut geschildert und ist um 1996 rückgebaut worden, früher sagte man einfach abgerissen. Ich war selbst nochmal auf der Abrissbaustelle, bin da so rumgestromert und es war schon beeindruckend. Es waren praktisch die gleichen Reaktorbautypen, wie man sie von der Bundesrepublik auch kennt, mit dem kugelförmigen Containment, was aber eben nicht radioaktiv bestückt war. Zum Schluss noch zum Frage der Technik. Hast du dich auch ein bisschen mit der Kernfusionseuphorie beschäftigt? Ich kann mich in meiner Lehrzeit noch erinnern, dass wir, das leitet auch gleich zu den Umweltthematiken und den Risiken über, dass wir gesagt haben, ja, die Kernenergie ist gut und schön, aber sie wird in der Zukunft keine Rolle mehr spielen, wenn wir erst soweit sind und die Kernfusion in den Griff gekriegt haben und dafür wird die heutige Jugend, also die damals heutige Jugend, die heute über 50 inzwischen schon sind, dann stehen und wird dann diese Kernfusionsreaktoren landesweit installieren. Du lachst schon? Ja. Ja, also ich wollte immer mal einen Vortrag halten, der sollte mal heißen, es sind immer 30 Jahre. Tatsächlich habe ich in meinen Recherchen für meine Promotion damals, bin ich auf eine schöne Aussage von Herrn Bloch-Hinzef. Bloch-Hinzef war, glaube ich, Chef des ersten Kernkraftwerks auch in der UdSSR und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, bin ich auf eine Aussage gestoßen. Er war eben wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet, ja, und auch eine Autorität, der eben sagte, ja, wir bauen jetzt praktisch als Zwischenlösung Kernkraftwerke, ja, Kernspaltung, aber das ist eben nur, bis wir eben die Kernfusion beherrschen und das sind dann irgendwie 20 bis 30 Jahre. Ja. Als ich in die Lehre kam, ja, ich bin 55 Jahre, das war 1984, da wurde mir im Kernkraftwerk, damals Kernkraftwerk Bruno Leuschner, wurde mir mit größter Überzeugung beigebracht, dass die Zukunft der Energieerzeugung der Kernfusion gehört und das würde dann irgendwann in 30 Jahren soweit sein. Nun, wie du weißt, komme ich aus Greifswald und in Greifswald haben wir ja dieses schöne Institut, das IPP, das Institut für Hochtemperatur-Plasmaphysik, ja, das eben auch mit Garching verbunden ist und dort wird eben Heißplasma erforscht, eben eine Grundlage für die Kernfusion. Ja, da wird nicht Kernfusion betrieben, aber eben die Plasmen, der Einschluss von Plasmen in Magnetfeldern wird dort eben erforscht und soviel ich weiß auch mit einigen Erfolgen inzwischen. Die Kernfusion soll dann später das ITER-Projekt leisten und witzigerweise habe ich irgendwann um 2010, muss das gewesen sein, einen Vortrag des damaligen Direktors des IPP gehört, wo es wieder darum ging, dass man eben in 30 Jahren die Kernfusion so weit beherrschen würde, dass man eben Kernfusion zur Energieerzeugung einsetzen könnte. Es ist immer genau ein Forscherleben, es sind 30 Jahre, ohne das jetzt in irgendeiner Weise runterreden oder lächerlich machen zu wollen. Ich finde, dass es kritische Stimmen gibt. Ich bin überzeugt, dass auch kein Euro verschwendet ist. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Man könnte jetzt optimistisch gestimmt sein, denn es waren beim Elektroauto weniger als 30 Jahre, aber die es immer braucht, bis das Elektroauto serienreif ist. Aber inzwischen würde wahrscheinlich keiner mehr bestreiten wollen, dass es tatsächlich in vielleicht 10 Jahren soweit ist, dass der Kipppunkt erreicht ist und wir mehr Elektroautos auf der Straße haben als Verbrennungsmotorfahrzeuge. Aber diesen Kipppunkt hat es natürlich auch da gegeben, seit 1900 im Übrigen, dass man sagte, das Elektroauto wird die Zukunft sein. Ob es der Kernfusionsreaktor ist, können wir an der Stelle nicht abschließend beantworten. Auf jeden Fall war es die Euphorie gewesen, wie wir gerade noch mal gehört haben.
Wir haben hier eine Frage bekommen, die sich mit der kritischen Seite dazu auseinandersetzt, völlig zu Recht. Denn wir alle wissen ja, dass 1986 im April der große Reaktorunfall, der Super-GAU genau genommen, der schlimmste anzunehmende Unfall in Tschernobyl in der Ukraine, in der Nähe von Kiew gelegen, passiert ist und bis heute weite Teile dort unbewohnbar und unnutzbar macht. Und das hat natürlich die gesamte Welt, westliche Welt Europas, wie auch die östliche Welt Europas, also die DDR, betroffen. Und die Frage lautet: Gab es im Osten mehr Widerstand gegen Atomkraft oder wurde sowas unterdrückt durch das Ministerium für Staatssicherheit? Ich nehme mal an, dass die Frage jetzt allgemein auf die Frage des Widerstands oder auf die Opposition dagegen abzielt und jetzt gar nicht so den deutsch-deutschen Vergleich in den Mittelpunkt stellt. Aber hast du da eine Antwort drauf? Das ist keine einfache Frage. Auf jeden Fall gab es in der DDR nicht diese starke Anti-Atomkraft-Bewegung, die, glaube ich, ja auch sehr viel zur Gründung der Grünen Partei dann eben auch beigetragen hat. So etwas gab es in der DDR nicht. Es gab tatsächlich Widerstand, es gab Widerstandsaktionen, die haben sich häufig in kirchlichen Gruppen, vor allem auch dann eben in den 80er Jahren, organisiert. Ansonsten ist mir bei meinen Recherchen, aber auch in meiner persönlichen Erfahrung, ja, ist mir relativ wenig Kritisches untergekommen. Ja, wir hatten eine Frage, bei der wir kurz unterbrochen wurden, aus dem Publikum bekommen, und zwar, ob es im Osten mehr Widerstand gegen die Atomkraft war oder ob das vom Ministerium, dieser Widerstand vom Ministerium für Staatssicherheit unterdrückt wurde. Und du hattest schon auf die kirchlichen Aktivitäten kurz abgezielt, dass es innerhalb der Kirche da Bewegungen gegeben hat. Aber ist dir sozusagen außerhalb der kirchlichen Aktivitäten rund um Leute wie Michael Beleites beispielsweise mit der Pechblende, die die herausgegeben haben als kirchliche Zeitschrift, was bekannt geworden? Nee, ist mir persönlich so nicht bekannt geworden. Aber wie gesagt, für die Staatssicherheit der DDR war die Kernenergienutzung ein ganz, ganz brisantes, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und die haben das durchgängig seit den 50er Jahren beobachtet und begleitet, ja, begleitet im negativen Sinn, und haben da überhaupt auch keine Kritik aufkommen lassen. Ja. Das Kernkraftwerk selbst hatte eine Abteilung der Staatssicherheit auf dem Betriebsgelände und ist mir so nicht bekannt. Ne? Ich denke, man sollte, was die Breitenwirkung angeht, und so habe ich jetzt auch die Frage verstanden, was es an Breitenwirkung gegeben hat, auch den Roman von Christa Wolf, Störfall, nicht vergessen, der in der DDR viel gelesen wurde tatsächlich, und Christa Wolf war eine sehr, wenn nicht die bekannteste Schriftstellerin gewesen, eine sehr bekannte Schriftstellerin, die sich eben kritisch mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl auseinandergesetzt hat, im April 1986 war das gewesen. Und das wurde natürlich in der Bevölkerung wahrgenommen und diskutiert, und ich glaube, dass es auch ein Stück weit das Ende der DDR beschleunigt hat, vielleicht nicht dazu beigetragen hat, aber vielleicht ein Stück weit beschleunigt hat, weil sich natürlich auch über die Kernenergieschiene Umweltgruppen gebildet haben, die dann später aufgegangen sind in Bündnis 90 Grüne, die Partei, die ja heute immer noch diesen Namen Bündnis 90 in ihrem Namen trägt. Das Bündnis 90 ist ja ein Zusammenschluss verschiedener Umweltinitiativen gewesen, die sich im März oder um den März, die Märzwahl 1990 herum gegründet haben, beziehungsweise dort zur Wahl standen und in der damaligen Zeit recht bekannt gewesen sind. Ich würde für den letzten Fragekomplex die Zeit der DDR verlassen wollen und versuchen, aus heutiger Situation nochmal ein Stück weit zurückzublicken. Unter den Aspekten, was ist aus den Kraftwerken geworden, dass sie abgeschaltet sind, hattest du ja schon gesagt, aber sie stehen ja physisch noch oder standen noch, das kannst du ja vielleicht nochmal erläutern. Und vielleicht auch unter dem Aspekt, wie wir heute damit umgehen, kann man die musealisieren in irgendeiner Art und Weise? Wie sieht es mit Fragen des Denkmalschutzes aus an den bestehenden Standorten, über die wir jetzt gesprochen haben, also Lubmin und Rheinsberg? Vielleicht kannst du da nochmal so aus heutiger Sicht ein Stück weit
die Zeit, die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen? Also aus meiner Sicht sind die stillgelegten Kernkraftwerke natürlich technikgeschichtliche Objekte allerersten Ranges. Das hat natürlich auch mit meiner persönlichen Betroffenheit und mit meinen Untersuchungen zu diesem Thema zu tun, dass ich das so sehe. Aber wir hatten die Diskussion ja schon mal in einer anderen Runde, ob es denn wenigstens bestimmte Objekte zum Beispiel eben diese tolle Schaltwarte, die ja doch ein Stand der Technik Kernkraftwerk Rheinsberg, ja, ob die eben den Weg in ein Museum finden sollte. Ja, ich würde das auf jeden Fall begrüßen. Ansonsten kann ich den Zuschauern und Zuhörern wärmstens ans Herz legen, einmal, wenn sie dann vielleicht an der Ostsee einmal Urlaub machen, den Block 6 des Kernkraftwerks, des ehemaligen Kernkraftwerks Lubmin, einmal zu besichtigen. Der ist nämlich als Besucherblock zugänglich. Ja, da gibt es auch ein kleines Ausstellungszentrum und das ist unglaublich beeindruckend. Nicht nur für Laien, diese Atomtechnik einmal mit eigenen Augen zu sehen, durch diese Gänge, diese klaustrophobischen Gänge mal zu gehen, diese explosionsgeschützten Türen, ja, mit 30, 40 Zentimeter Durchmesser mal zu sehen und sich diese Technik angucken. Sie haben in Lubmin, ich mache jetzt durchaus ein bisschen Werbung, ja, auch die Möglichkeit, direkt mal in so einen Reaktor, der ist eben nie gelaufen, ja, der ist nie angefahren worden, der Block 6, da direkt mal reinzugucken, ja, und sich diese Technik einmal anzusehen. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich einmalig in der Welt. Man kann die Frage Frage der Sicht von heute natürlich auch noch weiterfassen. Wir sind ja in der Zeit des Atomausstiegs, obwohl der fast untergeht im Moment vor der Frage des Klimawandels, die ja auf einer anderen Ebene diskutiert wird, also der CO2- und Methanfrage. Aber der Atomausstieg steht ja an, der ist beschlossen, der wird kommen und der kommt ja, also er ist ja schon im Gange. Viele Atomkraftwerke sind bereits abgeschaltet und die Frage des Rückbaus ist natürlich eine, wo der Osten vielleicht ein Stück weit auch vorne ist, weil viele der Technologien, wie baut man ein Kernkraftwerk, was strahlt eigentlich zurück, sind ja im Osten getestet, erprobt worden und bereits umgesetzt eben in den Kernkraftwerken Rheinsberg und Lubmin. Das sind ja erhebliche Kosten, die da entstehen und genauso auch die Frage der, was bleibt von den Kernkraftwerken, lässt sich da ja ein Stück weit absehen. Die Frage des Denkmalschutzes steht natürlich immer in Abwägung mit den Fragen des Atomgesetzes, nämlich das Atomgesetz besagt, dass alles zurückgebaut werden muss. Der Denkmalschutz sagt, was signifikant für eine Epoche und für eine Zeit, das muss erhalten werden. Das wird sicherlich noch einen Aushandlungsprozess geben, aber von Rheinsberg, das ist schon sicher und das ist auch schon länger so, wird das Verwaltungsgebäude auf dem Gelände erhalten bleiben oder es ist bereits unter Denkmalschutz, also wird erhalten bleiben aus diesem Grund, sodass man sich zumindest Teile davon vielleicht auch später mal im Technikmuseum in Berlin anschauen kann und eben Teile auch vor Ort in Rheinsberg anschauen kann. Man muss das vielleicht auch mal unter dem Aspekt betrachten, dass das eben nicht einfach nur eine spektakuläre Technik ist, die man sich eben ansieht, sondern dass diese Technologie ja auch eine gewisse Zeit verkörpert. Ja, dass diese Technologie, die Nutzung dieser Technologie, das politische System unseres Landes doch sehr, sehr maßgeblich beeinflusst hat. Ja, eben durch die Gründung der Grünen Partei und keine Partei ist, hat keine Meinung zur Atomenergie zumindest gehabt. Ja, also insofern halte ich das für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was auch übrigens breite gesellschaftliche Schichten beschäftigt. Also am Fachgebiet Arbeitslehre der TU Berlin entsteht gerade ein Buch über Rheinsberg, über das Kernkraftwerk Rheinsberg, dort von einem Oberseminar erarbeitet, also von Leuten, die weder mit Technikgeschichte per se noch mit der Energietechnik an sich zu tun haben. Also das Thema Kernenergie wird uns weiterhin beschäftigen, in Deutschland insgesamt, vielleicht auch im Rückblick auf die Kernenergienutzung in der DDR. Mir bleibt für dich als letzte Frage noch übrig. Ich hatte dich so vorgestellt, dass du jetzt in einer Hochschule in Neubrandenburg für andere Themen zuständig bist als die Kernenergietechnik. Hast du denn was aktuell noch Projekte, die in diesen Bereich gehen, die jetzt im Bereich deiner Dissertation liegen?
Oder bist du jetzt, was machst du eigentlich als Technologie- und Innovationsberater des Landes Mecklenburg-Vorpommern? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja. Ich versuche Innovationen voranzubringen. Also das ist eine ganz, ganz spannende Tätigkeit. Als Technologie- und Innovationsberater, als Transferbeauftragter des Landes, bin ich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Ja, ich bahne Kooperationen an, ich unterstütze die Wissenschaftler, aber eben auch die Unternehmen dabei, Innovationen voranzutreiben, entsprechende Projekte, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, und das macht ganz, ganz großen Spaß. Und das ist sehr breit angelegt, mal ist das eben auch sehr technisch angelegt, und da kommen mir meine Kenntnisse aus diesem Bereich, wenn es vielleicht jetzt auch nicht gerade die Atomtechnik ist, doch sehr zugute. Ansonsten sind es eben natürlich die Themen, die das Land Mecklenburg-Vorpommern, in dem ich lebe und arbeite, eben bewegen. Das ist ganz toll die Bioökonomie, aber auch solche Fragen wie Daseinsvorsorge, Ernährungswirtschaft, die eben dort im Norden sehr, sehr wichtig sind. Ne? Da bleibt mir nur zum Schluss noch Danke zu sagen für den tollen Vortrag und, wie ich finde, auch für die anregende Diskussion, auch anregend über die heutige Zeit nachzudenken und sich nicht nur am Erbe der DDR entlang zu hangeln. Mir bleibt noch die kommende Veranstaltung anzukündigen, die wir auch wieder rein digital abhalten werden. Und zwar schon in der nächsten Woche werden wir uns wieder um 18 Uhr, also am Mittwoch, dem 2. Juni, 18 Uhr, zusammenfinden für die Veranstaltung Schatten des Kommunismus. Ein Lichtbildervortrag von Martin Kaule, den wir auch hier schon mal als Referenten zu Gast haben. Lichtbildervortrag meint, dass er die Orte des Ostens bereist hat, übrigens auch Tschernobyl, wo wir heute schon kurz drüber gesprochen haben, die Orte des Ostens bereist haben, die heute noch für den Osten stellvertretend und symbolisch sind, und wird uns da mit ganz vielen Bildern von berichten, und er bietet solche Reisen auch selber an, also vielleicht kommen Sie dann auf den Geschmack, mal mit ihm mitzufahren. Und wir hoffen natürlich, dass wir unser Museum spätestens ab 26. Juni wieder öffnen können und Sie dann natürlich auch in unserer Dauerausstellung und der Sonderausstellung hier an der Spree in Berlin begrüßen zu können. Mir bleibt es nur, uns heute allen miteinander noch einen schönen Abend zu wünschen, und ich freue mich, Sie bald hier wiederzusehen. Schönen Dank. Vielen Dank.